Die Auswahl der bestmöglichen Krebstherapie ist ganz wesentlich für die Prognose und bestimmt oftmals den Verlauf der Erkrankung. Die Therapiemöglichkeiten können sich dabei zwischen verschiedenen Krebserkrankungen, aber auch zwischen verschiedenen Patienten maßgeblich unterscheiden. Am Klinikum Augsburg bietet man eine ganz individuelle und personalisierte Vorgehensweise an. Personalisierte Krebstherapie ist letzten Endes der Versuch oder der Ansatz, für jeden Patienten eine maßgeschneiderte Therapie zu finden. Das heißt, wir können uns vorstellen, nicht jeder Tumor ist bei jedem Menschen gleich gestaltet. Es gibt unterschiedliche Ausprägungsmerkmale und genau das versucht die personalisierte Krebsmedizin zu adressieren. Für jeden Patienten mit jedem entsprechenden Tumormerkmal eine zielgerichtete, passende Therapie zu finden. Hierbei orientiert sich das personalisierte Vorgehen weniger an dem Ursprungsorgan der Tumorerkrankung, sondern an den molekularen Veränderungen und den daraus resultierenden fehlgesteuerten Mechanismen, die zum Beispiel im Blut nachweisbar sind. Blut ist ein sehr interessanter Informationsträger für uns. Verschiedene Tumorarten geben Informationen an die Blutbahn ab und wir können diese Informationen isolieren auf DNA-Ebene und Veränderungen eben darstellen mit unterschiedlichen Anschlussmethoden und dadurch die personalisierte Therapie des Patienten eben unterstützen. Blut zeigt zum Beispiel molekulare Formen auf, die sich für bestimmte Therapieformen besonders eignen. Die Auswahl der ganz spezifischen Therapie lässt sich gut mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip beschreiben. Wir untersuchen Tumorgewebeproben, vor allem eben auch Blut. Wir weisen Erreger nach. Wir haben eine digitale PCR, eine hochsensitive Methode, um Einzelmutationen auf DNA-Ebene nachzuweisen, aber auch Next-Generation-Sequenzierung, die uns ermöglicht, bis zu 52 Gene zu untersuchen und dort DNA-Mutationen festzustellen, die relevant für personalisierte Tumortherapie sind. Eine Voraussetzung für individuelles therapeutisches Vorgehen ist somit, die molekularen Eigenschaften des Tumors zu erkennen. Im Klinikum Augsburg werden die Ergebnisse im Anschluss in einer interdisziplinären Konferenz, auch molekulares Tumorboard genannt, ausgewertet. Das ist ein sehr intensives Diskussionsforum, das molekulare Tumorboard. Wir diskutieren die Befunde, teils auch mit sehr unterschiedlichen Meinungen, sehr unterschiedlichen Ansichten und versuchen dann zu einem Konsens zu kommen, auf dem die Entscheidung für eine Therapieform dann gefällt wird. Fachärzte mit unterschiedlichster medizinischer Ausrichtung und Molekularbiologen treffen sich, um die vorliegenden Ergebnisse zu sichten und bestmögliche individuelle Therapieansätze zu erarbeiten. Das Team ist sich nicht immer gleich einig und auch der Patient muss der Empfehlung am Ende noch zustimmen. Meistens wenden sich ja Patienten an uns oder werden Patienten mit molekularen Tumorboard diskutiert, bei denen wir eigentlich keine etablierten Therapieformen mehr zur Verfügung haben. Das heißt, häufig ist es für diese Patienten eine Möglichkeit, über die etablierten Therapieformen hinaus, über die etablierten Therapielinien hinaus noch Therapieoptionen zu erwirken. Und insofern sind die meisten Patienten sehr froh, wenn wir für sie Therapieoptionen im molekularen Tumorboard ausfindig machen können. Das Wissen über die molekulare Tumorentstehung hat in den letzten Jahren durch die Entwicklung neuer Methoden wesentlich zugenommen und hat entscheidende Auswirkungen auf die Therapieentscheidung. Wie lange dauert es, bis der Patient nach der Voruntersuchung mit der Behandlung beginnen kann? Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Diagnostik, die im molekularen Tumorboard beschlossen wird und wie die therapeutischen Empfehlungen aussehen. Im Mittel kann man sagen, werden wenige Wochen gebraucht vom Beschluss bis zur Umsetzung der entsprechenden Therapie. Und die wird mit jedem einzelnen Patienten genau besprochen und so eine bestmöglich wirksame und verträgliche Therapie, vergleichbar mit einem maßgeschneiderten Anzug, gefunden.